Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu Chris. Wir befinden uns noch immer in dieser, ja, Höhle, Festung, Ruine, wo auch immer wir uns aktuell, wie gesagt, befinden. Wir wissen es nicht. Wir müssen wieder Brücken bauen und dafür benötigen wir 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und wir haben aktuell 4, so wie es aussieht. Wir brauchen noch einen fünften Energieball. Und ich vermute mal, dass wir ihn auf der linken Seite finden werden. Denn den anderen haben wir in der letzten Folge auf der rechten Seite gefunden. Hier sind wieder die Vögel. Und hier ist ein Energieball. Aber wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Wir haben eine Fähigkeit erhalten, mit der wir uns schwer machen können. Wir gehen jetzt einfach hier mal nach unten. Vielleicht haben wir dann die Möglichkeit. Oh, hier, guck mal. So geht das also. Wir haben jetzt den Ballon nach oben. Gebracht. Und wie ich schon mir fast vermutet habe, so. Nee, das funktioniert nicht. Ich möchte nach links oben. Und vielleicht schaffen wir es ja, indem wir da hochrennen. Vielleicht sind wir ja schneller, indem wir rennen. Vielleicht schaffen wir es ja bis da hoch. Und da sind wir oben. Wir schauen einfach mal, wo es jetzt hier lang geht. Hier bewegt sich wieder was. Und wir haben wieder einen Energieball oder Speicherpunkt. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, was es ist. Wir rutschen jetzt einfach mal hier runter. Zack. Und wir werden einfach nochmal ein Stückchen weiter nach oben gehen, denn... Nee, doch. Weiter geht's nicht. Wir können nur hier lang gehen. Wir haben jetzt alle 5 Energiebälle, mit denen wir sozusagen... die Brücken aktivieren können. So, und somit kommen wir eine Ebene weiter. Und sind an dem Punkt, wieder nach oben zu gehen. Wo geht's hier hin? Hier geht's nicht weiter. Eine riesengroße Windmühle scheint es zu sein. Oder gewesen zu sein. Man weiß es nicht. Es sieht ja auch alles sehr kaputt aus. Es ist ein Windrad, ein großes. Und wir können es aktivieren. Wir können es nicht aktivieren. Uns scheint wahrscheinlich noch hier etwas zu fehlen. So wie es aussieht, müssen wir von sehr weit oben drauf springen, um das... Das hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich müssen wir noch mehr
noch viel weiter höher. Aber noch viel weiter höher ging es ja gar nicht. Wir gehen mal nach rechts. Da ist nichts. Noch eine weitere Ebene, so wie ich das gerade sehe. Wir können noch ein Stückchen weiter nach oben. Und jetzt. Haben wir das Windrad aktiviert. Wir warten einfach mal, was passiert. Rechts schließt sich etwas. Eine Brücke ist heruntergekommen. Und somit können wir sozusagen ein kleines Stückchen weitergehen. Die Welt erforschen, wo wir sind, was wir sind und ja... Wir wissen es halt immer noch nicht. Sehr, sehr schönes Spiel. Sehr, sehr schönes Artwork. Selten so ein, stimmiges Spiel gesehen. Wieder das Zeichen, dass wir scheinbar einen neuen Abschnitt geschafft haben und somit ins neue Level übergehen. Jetzt sind wir hier. Durchwachsen von Pflanzen. Sieht jetzt nicht mehr so bedrohlich aus. Ja. Schauen wir mal. Und wieder steigen unsere Energiebälle nach oben und bilden scheinbar ein neues Sternbild. Vielleicht wird das auch eine Brücke. Eine Brücke, die uns hier hinausführt. Aus diesen verwirrenden, ja, Geisteszustand. Vielleicht sind wir auch in der Psyche von der Protagonistin. Ich weiß es nicht. Hier sind wieder diese merkwürdigen Zeichen, wo ich noch immer nicht weiß, was das bedeutet. Wir gehen einfach mal nach rechts und schauen mal, wo uns das hinführt. Oh. Ich glaube, wir hätten vielleicht vorher etwas weiter unten noch alles, ja, anschauen müssen.
Tja, ich weiß nicht. Wir springen einfach mal runter. Oh. Pilze. Pilze auf Füßen. Hier geht's nicht weiter. Wir gehen einfach links lang. Es sieht wunderschön aus. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es lässt quasi, es lädt ein zum Träumen und Nachdenken. Was quasi das sein könnte, wo wir hier sind. Und ja, wer wir sind. Okay. Da müssen wir mal schauen. Mysteriöse Bäume. Jetzt geht's wieder nach unten. Unten. Hey. Wer bist du denn? Mr. Klotzkopf? Lauf nicht weg. Ich tu dir nichts. Ich bin freundlich. Ich bin hier gefangen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Wohnst du hier? Ist das dein Zuhause? Hey, wo bist du? Komm wieder her. Bist du hier runter? Oh. Er beobachtet mich. Ja, hier scheint sich wieder etwas sehr merkwürdig zu bewegen. Ich glaube, das war nicht richtig, oder? Na doch, das war bestimmt richtig. Wir sind ja zumindest nicht runtergefallen. Vielleicht hätten wir auch da oben lang müssen. Aber scheinbar gibt es hier wieder eine Stelle, in der wir hochgehen müssen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Wir beobachten einfach mal die Frequenz. Und laufen einfach mal. Mal gucken, ob es jetzt hier noch ein Stückchen weiter hoch geht. Ja. Nein, jetzt geht's wieder runter. Schade. Ach, das war zu früh. Müssen wir noch mal kurz warten. Jetzt geht's los. Und hier oben ist wieder ein Speicherpunkt offensichtlich. Und somit haben wir wieder ein Stückchen
von unserem Weg geschafft. Ich gehe mal wieder hier lang. Und ja, wir müssen scheinbar wirklich oben lang dann. Weiter nach rechts. In diesem mysteriösen Wald mit diesen viereckigen Bäumen. Und offensichtlich müssen wir hier wieder durch. Hey, kleiner Freund. Na du? Du magst Äpfel. Viereckige Äpfel, komm raus. Hi. Ja, er scheint uns zu mögen. Das ist unser kleines neues Haustier. Unser kleiner Freund. Unser kleiner Aufpasser. Versteckt er sich immer wieder? Hui. Ja, hier geht's scheinbar nicht weiter hoch. Ja. Mal schauen, vielleicht können wir ja von hier nach oben. Oh. Komm her, kleiner Freund. Hier hast du noch einen Apfel. Wir füttern ihn quasi zahm. Da ist noch ein Apfel, guck. Ja. Hey, kleiner Freund. Bleib bei mir. Zeig mir, wo es hier rausgeht. Oh, es geht nach unten, durch die Wurzel. Baumstamm, Wurzel. Hui. Und jetzt? Ja. Oh. Der kleine Freund macht uns alles nach. Ja. Wo geht's jetzt hier lang? Was müssen wir tun? Ich vermute mal. Ah! Hey! Oh! Jetzt sind wir wieder hier. Tja, hier hoch kommt er leider nicht mit. Aber muss er ja auch nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Wie ist er da jetzt hochgekommen? Hä?
Wie ist er da jetzt hochgekommen? Das gibt's ja gar nicht. Dieser kleine Schlingel. Ah. Ja. Und wir nähern uns und wieder 3, 4. Wir sind wieder am Ende einer Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat uns allen ein wenig Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, auf der Suche nach dem Inneren. Von uns. Und damit verabschiede ich mich. Wünsche euch noch was. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Ciao.